Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Wir rempeln hier einfach alle mal zur Seite. Da hinten haben wir schon die nächste Jagd. Uch, was haben wir hier? Metallsplitter, interessant. Okay, ja, es gibt an jedem Winkel und Eck hier irgendwas zu finden. An jedem Winkel und Eck. Los geht's. Genau. Okay. Einfach ignorieren und sagen, los geht's. Danke, Gladiolus. Danke. So. Das Wetter heute. Ja, mir auch. So, das Schwert. Das Schwert sieht auch ganz cool aus. Ja. So, das ist ziemlich weit hinten. Vielleicht sollten wir uns eigentlich mal die Karre abholen. Nee, komm, wir machen noch die. Das ist jetzt natürlich viel zu viel gelaufen. Oh. Guck mal. Schon gebessert hier. Ignis, nicht schaffen. Ja. Ah, scheiße, MP hast. Ah, egal, das kriegen wir auch so hin. So, wir haben eine kleine MP hast, aber kein Problem. So, schön aufgeilen und aufheilen. So. Weil mich das Spiel so aufgeilt, habe ich das eben kurz beim Wechsel. So. Weg damit. Technik wieder ein bisschen zäh, aber vorwärts. Alles schee. Ja. Ansonsten, ne? Dafür steht das S für schee. Auf jeden Fall. So, ich sehe die Monster irgendwie nie von Weitem kommen. Oh, das ist so geil. Mist, ich hab Sand im Schuh. Schütt ihn halt aus. Ja. So, mit dem automatischen Laufen will ich das... Was? Oh, hallo! Das war ja gar nichts. Oh Gott, die Technik wird immer schlechter. Ach du Scheiße. Aber es ist gut, ich finde es gut, dass wir hier trainieren können. Ich mache mal auch ab und zu mal so ein paar Level-Folgen. Das ist jetzt natürlich am Anfang hier viel gelevelt, weil wir auch erstmal Geld verdienen müssen mit dem Jagen. Aber nach dieser Jagd bleibt uns ja nur noch diese Level 15er, die können wir gerade eh nicht machen. Oh, da hinten. Bitte, bleibt wachsam. Hallo, wen haben wir denn da? Hey, lass den Quatsch. War ein Ausrutscher. Ja, auf jeden Fall. Reicht eine Minute? Ja, das kriegen wir noch unter einer Minute hin. Guck mal, die mussten nicht mal was machen diesmal. Ah, Technik diesmal B. Jo. Zeit A? Auch nicht schlecht. Moment, das haben wir doch gerade voll in kurzer Zeit hinbekommen. Warum haben wir diesmal für die Zeit A bekommen? Alter, schon wieder welche. Geht mal kurz auf den Weg. Ganz kurz, danke. Das nehmen wir eben mal kurz. Ah, Moment. Oder den hier. Diesmal gebe ich Hilfe! Weg hier! Oh, wir müssen natürlich aufpassen mit dem Feuer. Das war nicht so schlau vielleicht. Ja! Boah! Große Waffen sind bei schnellen Gegnern nicht gerade die beste Wahl. Und das kommt ausgerechnet von dir. Okay, das war eigentlich ein guter Tipp, nehme ich mal an. Vielleicht sollten wir mal den Dolch nehmen. Warte, ich will ganz kurz mal gucken. Ganz kurz. So, mal das Breitschwert mit dem Dolch vergleichen. Dolch natürlich 20. Ah, okay, ist halt schon wesentlich weniger. Aber es sind halt schnelle Gegner.
Ich glaube, ich bleibe mal beim Schwert. Weil das Schwert ist ja noch ziemlich fix eigentlich. Jetzt im Vergleich zu dem hier oder dem hier. Deswegen bleiben wir erstmal beim Schwert. Da draußen sind ja gerade noch wenig andere Gegner. Obwohl man da hinten schon wieder anderen sieht. Alter, was ist mit mir los? Ich bin so aufgeregt wegen dem Spiel. Wo? Was? Wo? 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 Ach, da! Jetzt auf einmal doch ein großer. Oh, ein Zwölfer! Ja! Oh, oh. So. Ja. Was? Was? Wer braucht Hilfe? Ja, scheiße. Boah, der ist ein bisschen zu stark gerade. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Aus. Flüchten. So. So, dankeschön. Danke, Gladiolus. So, Warp-Angriff. Ja! 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 Wow. Oh, oh. Nein, Noctis! Noctis! Oh, oh. Oh, oh, Noctis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, danke schön. Boah, scheiße, das war ein bisschen zu knapp. Wir nehmen eben mal den Heiltrank wieder. Okay, der Speer ist gut. So. Ah! Alter, hat das viel abgezogen. Ja. Ja. Boah, scheiße. Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Was? Da bin ich aber gespannt. Ein neues Rezept? Oh. Cool. Ey, geil. Ebenso nebenbei beim Kämpfen. So, oh. Der wird sich eigentlich in der Pfanne ganz gut tun, ne? Ja, cool. Ich hoffe mal, der nächste Gegner ist nicht so ein Brocken wie der hier jetzt. Aber wir haben einen Zwölfer besiegt und wir sind... Huch, eine neue Fundstelle? Okay. So. Da, guck mal. Was haben wir hier? Ach, sieh mal eine an. Sieh mal eine an. Pelziges Riesenhorn. Kriegen wir da noch was? Ah, nee, das haben wir jetzt aufgesammelt. Okay. Da sind sie. Bald klingelt die Kasse, Leute. So, eben mal da schnell hoch. Und den nehmen wir uns. Ja, hier. Ja, 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 ja. Ha, schön ausgewichen. Ha. Yes. Boah, mit dem Prompto zusammen. Cool. Ja, ah. Ah, die sind halt klein. Deswegen ist das jetzt nicht so der große Schaden. Ah, Mist. Boah, boah, Überraschungskombo. Geil. Nanu, was machst denn du da hinten? Ja. Ja. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Oh, oh, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Mal eben schnell selbst heilen. Wenn halt niemand helfen will, verdammt. Oh, oh, Prompto, Prompto. Prompto, ich... Scheiße. Danke, Gladiolus. Scheiße. Boah, die sind noch ein bisschen heftig gerade. Ja. Ah.
So, kurz mal. Was macht das eigentlich? Halt Kampfunfähige. Oh, schön. So, wir machen nochmal Heiltrank hier. Das kann ein bisschen dauern. Yes! Oh. Da, Hilfe! Scheiße. Danke. Vorsichtig. Ignis. So, mal eben hier die Straße. Die Zeit der Straße überbrücken. So, und hier heilen wir auch noch die LP. Das ist wieder gut. Das ist ja das, was wir gerade ausgerüstet haben, glaube ich. Oh. Zertrümmert. Zerfleischt. Und ein Überraschungskombo. Das ist ja richtig in Fahrt. Nicht der Rede wert. Du entkommst mir nicht. So. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. Okay. War ja auch ein harter Kampf. Okay, das ist ein Zeichen dafür, wir sollten mal wieder was essen. Wir holen uns gleich erstmal die Belohnung ab. Aber hier haben wir noch was. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Oh, Blausteinsplitter. Für was denn Farbe? Cool. Grünsteinsplitter. Weißsteinsplitter. Nicht schlecht. Okay, ich bin mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Können wir uns vielleicht die Kleidung färben? Oder unsere Waffen? Oder das Auto? Das Auto vielleicht. Oh. Wie sollen wir vorgehen? Einfach auf die Fresse. Guck mal, die können doch gar nichts. Reicht eine Minute? Ah, vielleicht ein bisschen drüber. Wenn wir sie so verstecken wie die gerade. Ah. Das war's? Okay. Nicht schlecht. So. Das ist natürlich jetzt erstmal hier viel Hack and Slack die ganze Zeit. aber in freundlich natürlich. Aber das wird sich auch noch alles ändern. Das wird sich auf jeden Fall noch alles ändern. Wir werden nicht nur die ganze Zeit jetzt hier am Kämpfen sein, sondern wir gehen auch jetzt gleich noch mit der Hauptstory weiter. Aber erstmal geduckt weitergehen. Ach, ich krieg das mit dem Automatischlaufen noch nicht so hin. Ah, jetzt. Okay. Ah, genau in dem Moment. Danke. Danke, du hast mir diesen Moment versaut. Du dachtest, du könntest mich angreifen. Falsch gedacht. Du Bestie. Und du auch. So, 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 so. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Für die Techniken, für diese Atmosphäre einfach. Das Szenario finde ich geil. Ich finde das schon allein geil in der Wüste. Ich könnte einfach dieses ganze Spiel über in dieser Wüste bleiben, glaube ich. Machen wir natürlich nicht. Wir gehen natürlich noch in der Story voran. Kleidung ändert nicht nur das Aussehen, sondern auch die Statuswerte. Das haben wir ja schon rausgefunden. Guck mal. Ist natürlich auch für den Gladiolus ganz gut, wenn er ein bisschen läuft. Der braucht das, um zu leveln. Also, um sein Ability hier zu leveln. Alter, wo kommen die denn her? Hier! Genau so hätte ich das jetzt auch rausgedrückt. Klappe zu, Monster Chomp. So! Aber ich finde es geil irgendwie. Irgendwie geil, dass es mit dem Leveln so schnell gerade geht. Weil das macht uns jetzt übermächtig gerade. Hier für diese Stufe 2 Viecher. Finde ich sehr gut. Aber natürlich muss dann auch das Level, das maximale Level sehr hoch sein. Und das wird dann sicherlich sehr schwer zu erreichen sein. Ich schätze mal, das wird 99 sein, wahrscheinlich. So typisch Square Enix mäßig. Ne? Echt angenehm. Echt ja, angenehm hier. Ich finde die Sprecher einfach voll cool. Ich finde, das haben die richtig gut gemacht, habe ich ja schon mal erwähnt. Ach, ihr wollt schon wieder. So. Natürlich können wir auch wahrscheinlich einfach wegrennen. Aber wir sind keine Schisser. Wir kämpfen, wenn es sein muss. Und kriegen natürlich dann noch Items und alles Mögliche. Ja,
Ja. Immer weiter durch diese Wüste. Es ist so verdammt heiß. Aber schön das Wetter. Guck mal, hier die Sonne. Und die Lichteffekte. Guck mal, wie das sich auf unsere Figuren auswirkt. Ne? Hier mit dem Schatten und allem Möglichen finde ich mega gut gemacht. Mega gut. Also man sieht, dass viel Zeit in dieses Spiel investiert wurde. Oh, guck dir mal das an, da oben mit der Windmühle, mit dem Windrädchen, mit den kleinen, oder eine Figur oder was das auch immer ist. Ich sehe es gerade von hier aus nicht. Und die Musik natürlich. Nehmt euch auf jeden Fall Zeit, um die Musik zu genießen. Das ist mein Appell an euch. Genießt in Final Fantasy, allgemein in Square Enix spielen, vor allem die Musik. Okay, die können nicht mehr, die wollen nicht mehr eine Pause. Da können wir noch gleich mit der Kidneybohne da reden. Das machen wir auch noch. Aber erstmal Belohnung abholen und danach was essen. Guck mal, da so hinten ist der Luft. Ja. Ich spür's. Es ist so heftig. So. Esst ihr auch ordentlich? Das ist gute Arbeit. Ja, genau, das machen wir jetzt gleich. Erstmal. Oh, 1570 Gil und Eisenreif. Sehr geil. Wir sind jetzt aber reif für eine geile Nahrung und das gönnen wir uns jetzt Wollt auch. Ihr was essen? Ja, was natürlich. Darf sein? Oh, guck mal, Jambalaya wäre jetzt echt geil, ne? So ein fettes Jambalaya. Guck mal, wir haben jetzt genug. Wir gönnen uns doch jetzt erstmal ein... Oh, ja, komm. Komm. Für den Tag bestellen wir uns das. Momentchen, bitte. Boah, ich hätte jetzt auch gern... Das sieht schmackhaft aus. Boah, genießt mal den Anblick. Alter. Warum kriegen die Japaner das hin, einfach in Animes und allem möglichen Essen so verdammt lecker aussehen zu lassen? Das ist so genial. Das ist so genial. Jetzt haben wir erstmal einen fetten Boost. Satt gegessen? Sehr schön. Boah, ja. Oh ja. Geh mir aus dem Weg. Ich bin der Prinz. Geht mir alle aus dem Weg. Was wollt ihr überhaupt von mir? Ihr seid mir alle im Weg. So ein Prinz wäre auch nicht schlecht, ne? Wahrscheinlich sogar authentisch. Okay, wir gehen mal hier hin und reden mit der Kidneybohne. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht oh, ja. Wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Oh ja. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Oh, das wird ein schönes Bild. Das wird ein schönes Bild. Auf jeden Fall ein Geht schönes gut Bild. Darauf acht. Ach ja, und Hoheit? Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Ach, jetzt kommt das Koks. Den Boden spielen, ablehnen, prompto entscheiden lassen. Komm, die so eine Liebe. So eine Liebe mit einer großen, riesigen, überaus schönen Persönlichkeit. Ja. Klar, warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Mm. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Mhm. Der Prinzenversand. Lockt. Jetzt, wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Das können wir eigentlich gern mal machen, oder? Ignis überlassen. Ich finde das cool, dass wir das auch den anderen überlassen können. Aber ich will gerne mal selbst fahren. Ja, gerne. Ein okay, Lieber. Warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. So. Wir reden noch mal eben kurz mit ihr. Ach, fast vergessen. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Individualisierung und Tuning. Wartung, Individualisierung und Tuning. Komm, wir machen das mal. Was darf es denn heute sein? So. Schauen wir mal. Karosserie. Sucht euch eine Farbe aus. Ah.
Können wir das nicht vorher erstmal sehen? Tiefseeblau wäre natürlich mal geil. Elfenbein wäre auch nicht blauer. Weißer Lack in weiß. In schwarz ist er natürlich mega geil. Aber ich will mir das mal... Oh, schöner Anblick. Natürlich das Auto. Komm. Ach. Finde ich alles schön eigentlich. Finde ich eigentlich... Ja, ich finde Elfenbein sieht schon fast besser sogar aus. Welche Innenraum. Farbe möchtet ihr für die Sitze? Monochrom. Alter, wir können... Guck dir das mal an, was wir da alles für Möglichkeiten haben. Dunkelrot sieht ganz geil aus, finde ich. Ist natürlich alles nur Geschmackssache. Guck mal, Waldgrün, Mintschoko, Lavendel, Anthrazit. Oh, Anthrazit ist natürlich auch geil. Haselnuss, Wein, Smaragd. Oh, schön. Tiefenschwarz. Na, das ist mir schon zu viel Schwarz eigentlich. Anthrazit ist geil. Ich glaube, ich nehme mal hier Tiefsee. So ein Blau? Oder? Karamell. Hellbeige. Monochrom. Guck mal. Ich nehme mal Anthrazit. So ein klassisches Und? Schwarz-Weiß. Was ist mit den Felgen? Oh, Silbermetallic. Das. Guck mal, hier. Das ist so Lowrider-Style, finde ich. Mhm. Ah, ja, schön. Mattschwarz, weiß, mattschwarz. Ach, schöne Mattfarben noch. Ja, komm, wir nehmen mal das. Mhm. Und Deko. Deko haben wir jetzt, leider nicht so viel. Bestätigen. Was? Null Gil? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ein Weiß, ja, ich finde das okay. Ich finde das okay. Kann man machen. Bist du dir sicher? Ja, verunsichere mich nicht. Den Rest übernehme ich. Mhm, okay. Aber das dauert natürlich nicht so lang, wie einfach ein Auto sauber zu machen und voll zu tanken. Entspricht das euren Vorstellungen? Ja, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Was haltet ihr davon? Oder? Warte mal, ich würde gerne nochmal... Oh, gutes Timing. Ich habe neuen Lack im Angebot. Als ob. Als ob jetzt danach neuer Lack kommt. Warte mal, braucht keine Wartung, ja. Was darf sein? Na, ich glaube nicht, dass da neue. Bis bald, Jungs. Das war jetzt einfach nur so ein Spruch. So, steigen wir mal in unser Auto ein. Okay, danach halt nicht. So, was haben wir hier? Einfach mal klauen. Hallo? Eine Phönixfeder, geil. Wo ist eigentlich? Ah, da. Sid. Supertrank. Oh. Man muss auch in die finstersten Eckeln. Nichts anderes, Eckeln. Man muss auch in die Man muss auch in die finstersten Ecken schauen, weil dann findet man vielleicht so das ein oder andere. Und jetzt sprich mir nochmal mit dem Sid. Ach, guck mal, wie klein der ist. Ja, du, ne? Hä, alles aus. Was? Wie geht's? Immer munter bleiben. Nichts zu tun? Wenn's um den Regalia geht, fragt bitte Sydney. Mein Kreuz bringt mich noch um. Immer munter bleiben. Okay, der will scheinbar nicht... Der ist nicht so gesprächig. Der ist scheinbar nicht so gesprächig wie die Tochter. Schade eigentlich. Naja, wir steigen gleich in den Regalia ein und fahren in Richtung Horizont. Und das in der nächsten Folge von Final Fantasy... Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Folge geworden ist, da mein der Akku von meinem Timer gerade leer geworden ist. Aber ich schätze mal, das sollte eine vernünftige Länge sein und wir fahren in der nächsten Folge los. Bis dann.